Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr seht das schon, ich habe tatsächlich immer noch das gleiche an wie im letzten Video. Und ich habe euch ja auch im letzten Video erzählt, dass wir als nächstes Video den H&M Haul abdrehen. Und das machen wir heute, denn heute kam tatsächlich meine Black Friday H&M Bestellung an. Ich habe fleißig geshoppt und die Tüte liegt hier neben mir. So schaut die aus. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Ich habe euch jetzt tatsächlich nicht die Seite mit der Adresse gezeigt, denn ja, meine private Adresse und so wisst ihr ja. Aber ich habe mir gedacht, wir packen das in diesem Video einfach mal gemeinsam aus. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeguckt. Und ich warne schon mal vor, ich habe auch Unterwäsche gekauft. Also wen das nicht interessiert, der kann dann quasi skippen bzw. das Video hier verlassen. Ich habe immer gesagt, muss ich dazu noch sagen, dass ich Unterwäsche euch nicht zeige. Ich mittlerweile aber ganz klar sage, warum denn eigentlich nicht, weil ich meine Unterwäsche braucht ja jeder und wenn mir Unterwäsche gut gefällt oder ich das, ja, ich irgendwo Unterwäsche sehe, die mir gut gefällt im Geschäft, kaufe ich sie ja auch, egal ob einer hinter mir steht oder nicht, ne? Also, ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Auf jeden Fall zeige ich euch, wie gesagt, alles, was ich bestellt habe. Unterwäsche, ich mache da keinen Hehl drum oder sonstiges. Denn ich finde das wirklich nicht schlimm. Jeder Mensch braucht Unterwäsche und warum soll man dann auch nicht Unterwäsche zeigen? Genau, es gibt halt Unterwäschearten, sagen wir mal so, die zeigt man jetzt eher weniger. So Dessous oder sowas, aber da ich sowas nicht bestellt habe, warum soll ich euch nicht meine Unterhosen zeigen? Also machen wir mal da einen Punkt und sagen, heute zeige ich euch tatsächlich meine Unterwäsche, die ich bestellt habe. Und dann würde ich sagen, ich packe das Paket jetzt aus, beziehungsweise mache das mal auf. Wir sehen uns nach dem Intro wieder, dann zeige ich euch die Sachen. Also, ich habe das Paket jetzt soweit aufgemacht. Das liegt immer noch hier so halb offen auf meinem Bett. Aber ich denke, ich greife einfach raus und zeige euch so ein bisschen was, ich zeige euch alles, was ich gekauft habe. Und wie gesagt, ich weiß selber noch nicht, was ich davon behalte oder was davon vielleicht zurückgeht oder ob ich alles behalte, denn ich habe die Sachen tatsächlich auch nur online gesehen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir an und ich hole das erste Teil, was mir hier entgegenfliegt, einfach mal raus und wir schauen gemeinsam, was ich bestellt habe. Ach ja, ich habe bestellt ein, muss ich das ein bisschen gucken, wo was genau reingehört hat, denn wenn ich es wieder zurückschicke, muss es hier auch wieder da rein. Moment, ich muss einmal kurz gucken. Ja, das muss ich irgendwie mir merken. Ich habe bestellt ein Hemd. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann. Es ist aus der Kinderkollektion und es kommt aus der Jungenkollektion. Und ich fand das in Kombination mit einer Hose ganz schön. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, hat mir das online ein bisschen besser gefallen. Weiß ich noch nicht, ob ich das behalte. Ich werde die Sachen natürlich auch alle anprobieren. Aber wir schauen einfach mal. Dann habe ich noch einen Pullover bestellt.
so ein Hoodie. Der schaut so aus. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Ist so ein Hoodie, hat so diese Känguru-Taschen und hat mir vom Design her wirklich gut gefallen. Ist auch aus der Jungs-Kollektion, kann man das so sagen. Ich lege das jetzt alles einfach mal hier hin, damit ich ja noch weiß, welche Tüte zu was gehört. Achso, die Preise schreibe ich euch auch unten einfach in die Infobox, denn ich habe jetzt tatsächlich keine Preisliste hier. Und wenn ich das jetzt auf dem Handy in der App suche, dann dauert das alles noch viel länger. Und deswegen machen wir das nicht. Dann habe ich bestellt zwei so Bustier, also so wie BH-mäßig sind die. Ja, so ganz normale, aber ich denke, dass die ein bisschen klein sind. Irgendwie scheint mir das ein bisschen klein. Ich glaube nicht, dass sie passen. Achso, habt ihr es überhaupt gesehen? Ich zeige euch das nochmal einen Moment. So. Einfach so kleine Schwarze. Ich mag sowas im Moment wirklich gerne, gerade zum Schlafen oder im Homeoffice oder so. Sind die wirklich schön, aber wie gesagt, da muss ich wirklich gucken, ob die passen. Dann, was habe ich noch bestellt? So, ich habe es jetzt doch mal rausgeschmissen. Es tut mir, wie gesagt, leid, falls der Haul nicht so ist, wie ihr euch den vorstellt. Ach so, ist da eigentlich die Rechnung dabei? Muss man einmal kurz, das ist alles ein bisschen durcheinander. Nee, nur der Rücksendeschein. Aber den darf ich natürlich auch nicht verlieren. Den legen wir direkt hier hin. Und dann machen wir weiter. Und zwar habe ich so zwei Basics bestellt. Die packe ich jetzt nicht aus. Sind Langarm, weiß und schwarz. Auch in der Kindergröße hatte ich eigentlich gedacht, für unter dieses Hemd, was ich euch zuerst gezeigt habe. Aber da mir das eigentlich optisch nicht ganz so gut gefällt, weiß ich nicht, ob ich das behalte oder nicht. Tendiere mal eher zu einem Nein, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Dann ist mein Highlight aus der Bestellung und ich hoffe so sehr, dass sie passt. Eine neue Jeanshose. Das war, glaube ich, auch das teuerste aus der gesamten Bestellung. Ich hoffe so sehr, dass sie passt. Ich habe eine neue Jeanshose bestellt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut sehen kann, aber die Hose hat hier so aufgenähte. Sieht man das? Ja, wie so Patches. Und da ist halt auch innen drin so ein bisschen gefüttert mit so Flanell, glaube ich, nennt man das. Und dann ist sie auch noch so ein bisschen kaputt. Aber sie ist, glaube ich, ja, sie ist nicht. Also man sieht das hier. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt. Also man hat nicht hier komplett kaputt, sondern hat immer noch hier diesen Stoff halt,
wo, also dieses hier, diesen Stoff, ne? Ich kann euch das so schlecht erklären, wie ich das meine. Ich hoffe, dass sie passt. Also sie fühlt sich wirklich gut an. Werde ich auf jeden Fall mal anprobieren. Ich hoffe, wie gesagt, auch, dass sie nicht zu weit unten ist, denn ich mag eigentlich weite Hosen nicht so gern. Man kann sie auch noch umkrempeln, aber ich würde sie gerne so, wenn das denn passt, so lassen, dass man halt auch dieses Innenmuster so ein bisschen sehen kann. Genau, das war die Bestellung, oder das war die Hose aus der Bestellung, auch aus der jungen Kollektion und auch in 164. Das ist ja das Schöne, dass ich tatsächlich auch noch in der Kinderabteilung Klamotten kaufen kann. Und ich glaube, ich fast alles aus der Kinderabteilung bestellt habe, bis auf die schwarzen BHs, die ich gezeigt habe. Dann habe ich ein Sportset gekauft. Denn ich dachte mir, dass man das auch super als Schlammanzug anziehen kann. Aber ich muss tatsächlich mal gucken, ob ich das tatsächlich mache, denn ich weiß ja nicht, wie das qualitativ sich hier anfühlt. Hol das jetzt einfach mal hier raus. Und das Set besteht aus einem T-Shirt, das steht drauf, wenn ich das jetzt wüsste, als da drauf steht, Run, Run, Run the World, so Mint. Eigentlich bin ich ja nicht so der Sporttyp, wer mich kennt, aber gerade im Homeoffice oder als Schlafanzug finde ich sowas super, super angenehm. Ich hoffe, dass die Hose passt. Die scheint etwas zu eng zu sein, denke ich. Mal gucken, was für eine Größe. Aber die Größe passt, denn ich habe online gelesen, dass H&M öfter mal die Hosengrößen vertauscht. Ach so, ich zeige euch das nochmal hier so. Also so eine graue und da steht halt auch Run Run drauf. Oder? Ich weiß gar nicht, steht auch Run Run? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es ein super schönes Set, aber ich glaube fast, denn die Hose lässt sich überhaupt nicht dehnen, wenn ihr das sehen könnt, dass die Hose leider mir nicht passen wird. Was dann wiederum heißt, das ganze Set geht zurück, denn ich kann ja nichts mit einem Set anfangen, was, wo die Hose mir dann zu eng ist. Deswegen. Und jetzt kommen wir, jetzt fängt meine Stimme schon an. Also ihr seht es schon, wir haben echt spät und ich bin ein bisschen drunter und drüber durch die Woche. Die war sehr anstrengend. Aber wir kommen jetzt tatsächlich zu der Unterwäsche. Trommelwirbel, Trommelwirbel. Ja, ich zeige euch jetzt tatsächlich die Unterwäsche. Und zwar habe ich mich hier für so ein 5er-Pack Unterwäsche entschieden. Boxers, auch aus der Kinderkollektion. Mit weiß, blau, hellblau Punkten, dunkelblau Punkten, hellblau Punkten und grau. Schau so aus. Habe ich mich für Mickey Mouse Disney Unterhosen entschieden. Ja, tatsächlich. Mit fast 25. Kann man schon sagen, fast 25. Ich habe immer August Geburtstag, aber ja, mit 24,5 Disney-Unterhosen. Aber ich fand sie süß. Das sind so drei Disney-Unterhosen. Auch die Hipster. Und die haben halt hier so ein breiteres Band, ne? Rosa mit
Mickey Mouse, dann mit den Mickey Mouse Köpfen und dann einmal weiß mit Mickey Mouse. Und dazu gab es tatsächlich auch so Oberteile, also so BHs mäßig. Einmal in weiß mit Mickey Mouse und einmal in blau mit den Mickey Mouse Köpfen. Was ich ein bisschen schade finde, dass kein Rosanes dabei ist. Dann habe ich nochmal ein Dreierpack Hipster bestellt. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich so viele Unterhosen bestellt habe, aber ich bin der Meinung, ich brauche so viele. Wahrscheinlich braucht man eigentlich nicht so viele, aber ja. Das ist aus einer Friends-Kollektion. Da ist einmal eine blaue mit, also an dem breiten Band steht Friends mit bunten Punkten. Dann haben wir gestreift mit Friends drauf in weiß und Friends mit grau und bunten Punkten. Genau, da gab es auch die passenden BHs sozusagen. Wie gesagt, also aus der Kinderkollektion. Aber die habe ich jetzt nicht mitbestellt, denn ich habe gedacht, eigentlich, ja, reicht das. Ich kann ja auch so einen schwarzen BH dazu anziehen. Das sieht ja eigentlich eh keiner. Und dann habe ich tatsächlich auch noch ein 7er-Pack Throng bestellt, heißen die so. Also so Strings halt, ne? Ich weiß nicht. Also ich habe sowas noch nie gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer gedacht, ich müsste mir mal sowas kaufen, um einfach zu wissen, wie das halt so ist. Weil ich glaube, das fühlt sich halt anders an, wie in normalen Unterhosen. Aber ich weiß tatsächlich noch nicht, ob ich die behalte, weil ich wirklich nicht weiß, ob ich die tatsächlich anziehe, weil ich eigentlich eher der Mensch bin für normale Unterwäsche. Aber ja, das war meine H&M-Bestellung. Ich muss sagen, dass tatsächlich nächste Woche wahrscheinlich nochmal eine H&M-Bestellung hier eintrudelt. Denn ich habe Weihnachtspullis bestellt, die waren ausverkauft beim Black Friday Sale. Sehr, sehr schade, dass sie zu dem Zeitpunkt ausverkauft waren, denn ich hätte sie gerne in einem Rutsch mitbestellt, aber das ist jetzt leider nicht der Fall. Aber ich denke, dass aus der nächsten Bestellung wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch einiges zurückgehen wird. Denn ich habe jetzt leider feststellen müssen, dass es in Natura doch oft anders aussieht, wie man sich es eigentlich vorstellt. Und ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass wir hier halt keinen H&M in der Nähe haben, dass ich sagen kann, komm, ich fahre da hin, guck mir das an, von der Qualität, von der Größe, bla bla bla. Geht leider nicht, denn wir wohnen ja, wie ihr wisst, auf dem Land und da gibt es halt kein H&M. Ja, genau. Wenn ich jetzt noch da wohnen würde, wo ich gewohnt habe, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, das wäre eine andere Geschichte gewesen, aber so geht das leider nicht anders, wie wenn man online bestellt. Aber naja, ich finde, ich habe trotzdem einiges bestellt. Ich glaube, ihr könnt ja nochmal nachgucken unten in der Infobox. Wie gesagt, stehen ja die Preise. Aber ich meine, es waren 130 Euro für alles. Also da gab es nochmal 20% auf jeden Artikel. Das heißt, ich habe halt auch schon echt gespart. Genau. Und was ich abschließend noch sagen möchte, da jetzt bestimmt wieder viele kommen und sagen, ja, warum kaufst du denn alles neu und warum denn vielleicht so viel Geld und bla bla bla. Kennt ihr alle diese Sprüche? Möchte ich dazu sagen, dass mit Sicherheit auch aus dieser Bestellung einiges zurückgehen wird, was mir einfach optisch nicht gefällt oder mir vielleicht nicht passt, weil ich es halt einfach nicht anprobieren kann, wenn man es online bestellt. Und ja, ich dazu auch sagen muss, dass ich ganz radikal meinen Kleiderschrank aussortiert habe und viel verkauft habe über Vinted. Das heißt ja jetzt Vinted, nicht mehr Kleiderkreise. Genau, deswegen musste einfach mal irgendwie Nachschub her und
Mir haben einfach gewisse Dinge gut gefallen und deswegen habe ich sie mitgenommen. Aber warum rechtfertige ich mich eigentlich? Naja, ist ja jedem seine Sache. Wie gesagt, ich kaufe auch super gerne gebraucht. Und ich werde euch nochmal ein Video abdrehen über Kleiderkreisel bzw. Vinted heißt es ja jetzt, was ich so in den letzten Wochen da erstanden habe. Und ja, genau. Aber das war erstmal meine H&M-Bestellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht ist ja auch das ein oder andere Teil für euch dabei. Und würde mich freuen über Feedback, über einen Daumen nach oben, was ihr denkt, ob es Sachen gibt, die man nicht in die Kamera zeigt und mein Akku blinkt, zwecks Unterwäsche oder sonstiges. Und könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Ich muss jetzt ganz, ganz schnell Schluss machen, sonst hört hier das Video auf. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!